bezahlen dir deine Kunden Top-Preise. Jetzt möchte ich mit euch aber erstmal eine Art Selbstanalyse machen, weil ich finde, wenn man sich auf einen Weg macht, ist es sehr, sehr wichtig, erstmal zu wissen, wo steht man denn überhaupt? Also wirklich so einen Ist-Zustand festzulegen. Und deshalb habe ich euch jetzt mal 10 Fragen mitgebracht, die ihr jetzt ganz offen und ehrlich für euch beantworten sollt. Und zwar gibt's ein Ja trifft zu, einfach den Daumen nach oben halten, ein so, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich mich befinde, ist so ein Mittelding, oder, boah, nee, davon bin ich noch ganz weit entfernt. Ich lese euch die Fragen vor und dann möchte ich einfach von euch mal eine Antwort und schreibt euch vielleicht oder notiert euch mal so, wie oft ging euer Daumen nach oben und wie oft nach unten. Diese 10 Fragen haben natürlich mit den Grundgesetzen der Positionierung zu tun. Das werdet ihr dann später auch sehen und es ist einfach jetzt für euch gut zu wissen, wo stehe ich denn in den einzelnen Bereichen. So, seid ihr bereit? Beide Daumen nach oben, wenn ihr bereit seid. Alle motiviert und alle bereit. So, erste Frage. Gewinnst du deine Kunden automatisch? Wenn es zutrifft, ja, nach oben. Okay. Okay, da ist von allem etwas dabei. Aber die meisten müssen noch einiges arbeiten daran. So, die zweite Frage. Hast du Kunden, die deine Fans sind? Ah, geil, das gefällt mir. Die meisten strecken den Daumen nach oben. Sehr gut. Die nächste Frage. Lieben dich deine Kunden wirklich? Also nicht nur deine Arbeit, sondern auch dich. Okay, auch hier ist wieder alles Mögliche dabei. Sehr gut. Bezahlen dir deine Kunden Top-Preise? Okay. Also nur zum Verständnis, die Übung ist für euch. Also ich habe keine bestimmten Erwartungen an Antworten, sondern für euch einfach, um mal zu gucken, wo stehe ich wirklich in diesem Thema. Bist du in deinem Angebot konkurrenzlos? Ja, das habe ich mir gedacht. So. Nächste Frage. Unterscheidest du dich von deinem Wettbewerb? Und von deinen Wettbewerbern, sag ich mal. Okay. Super. Ich glaube, die Mut zum Glücklichsein gemacht haben vor einem Monat, haben jetzt einen kleinen Vorteil. Weißt du, was dich außergewöhnlich macht? Na, ich sehe schon die ersten Daumen, die nach oben gehen. Perfekt. Super. Nutzt du das auch in deinem Business? Bist du der Erste in deinem Marktsegment? Ja, erwartet. Besetzt du eine Nische? Gut. Bist du spitz positioniert? Die meisten, einige haben sogar breit gezeigt. Befriedigst du ein emotionales Bedürfnis deiner Kunden? Sehr gut, viele Daumen nach oben. Löst du ein Problem für deine Kunden? So, die vorletzte Frage. Beherrschst du die Kunst, dich zu inszenieren? Und diktierst du deine Preise selbst? Auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Super. Und jetzt nehmt es einfach mal an, also bewertet das nicht, auch wenn ihr jetzt öfter mal hier in dieser Position gewesen seid. Wirklich, es geht einfach nur darum, mal einen Ist-Zustand festzulegen.